ich entferne mich mal. Oder auch nicht. Oh nein, gebissen. Bleib liegen. Bleib liegen, sagte ich. Oh no. Verdammt. Warum eine Zange für? Erstmal aufs Klo. Erste Hilfe Spray. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen können? Verdammt! Es wird bald nicht mehr so gut. Bleib liegen! Bleib liegen! Wir brauchen hier noch eine Sicherung. Guck nochmal so durch. Oh, verdammt. Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst... Uniform oder nicht. Darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ein Kampfmesser. Hurra. Hoppla. Da kommt was rein. Ich glaube, wir sollten mal heilende Objekte. Wenn Sie Schaden nehmen, wechselt Ihre Gesundheit von gesund zu Warnung, schließlich zu Gefahr. Wenn Sie in Gefahr sind, sollten Sie schnell ein Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray heilen.
So, nun. Jetzt können wir hier oben schon den König, ja genau, den König der Löwen lösen. Wie war denn das nochmal? Hätten wir doch eine Karte, können wir da nicht nochmal drauf gucken? Den Löwen zwei Gruppen haben von den Adler. Zwei Gruppen. Aha, Löwen bei den wissen auch, wo das reinkommt. Und welche Aussparung. Drehen wir den Jungs. Ist schwer zu sagen, ich würde sagen, links. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Wir brauchen noch zwei weitere. Jetzt bräuchten wir nur noch eine Sicherung, die wir noch nicht haben. Hier braucht man das Messer für. Ich verstehe. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Die Munition haben wir dann noch parat. Gibt es Nachschub? Holzbretter. Aha. Robuste Bretter, mit denen man Fenster vernageln kann. Bestimmt hilfreich. Heilung haben wir ja erstmal genug. Der springt doch bestimmt gleich auf. Achtung, Jumpscare. Bah! Bah! Ey, ich glaube, der springt nicht mehr auf. Was? Ich sollte sie aufhalten. Opa, ja. Ah, da brauchen wir extra besondere Schlüssel für. Macht absolut keinen Sinn, dass es solche Schlösser und Schlüsse in Polizeistationen gibt, aber was soll es. Ja gut. Jetzt bricht man ein Brett. Ah, shit. Ergebnisbericht. Haben wir nicht wirklich Zeit, das zu lesen? Bin ich kein Anhalten und
diesem Labolt. Karte der Polizeistation 1F. Aha. Seitenschneider nicht haben. Die will doch nur einen Kaffee haben. Ach toll. Immer gut, und davon fehlen sogar zwei. Okay. Munition. Ist noch nicht. Hilfreich. Drei, zwei, eins geht nicht. Und eins geht. Das andere werden wir nicht hinkriegen. Auf der Tastatur schließt, es fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du trägst ja, sonst würde ich einen Mist bauen. Zone 3 ist verschlossen. Zu viel gutes Zeug drin. Damit. Hat keinen Kaffee bekommen. Deswegen kommt er jetzt hier vorbei. Aha, entfüllen. Bleib liegen. Scheiße. Okay, da können wir nicht durch. Da kam er wahrscheinlich her. Schon wieder mich hier mal umfahren, dass wir einen Seitenschneider finden irgendwo. Munition, yay. Ich meine doch, der war hier irgendwo. Ich habe hier doch eine Demo gespielt. Schießpulver. Schießpulvernutzung. Pistolenmunition zweimal Schießpulver. Findet Munition Schießpulver, Pistolenprojektiv Schießpulver gelb. Mag Munition zwei hochwertige Schießpulver gelb.
Aha. Und zweimal Schießpulver müssen wir finden. Aha. Ein weiterer verschlossener Tresor. Erster Auftrag des Anfängers ist denn Candy. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Im Auftrag öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen Ihres Vornamens. Geben Sie Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Ein pro Schreibtischseite öffnen Sie beide. Und die Initialen unserer Vornamen geben Sie. Als ob ich hier ein Rätsel lösen muss. Auf der Polizei, ja, Praktikanten beschäftigen. Die erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich den Namen ihrer Kollegen anzuprägen. Aber das haben sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg. Na, fantastisch. David Ford haben wir hier, haben wir Elliot Edwards, Marvin Burnett, ich glaube, ich schreibe mir die mal auf. Nur die Initialen. DF. Einsatzbericht. EE. Vielleicht brauchen wir es ja später nochmal. Willkommen hier. Marvin MB. Rita Phillips LP. BRP. In welcher Reihenfolge ist nun die Frage? Versuch's mal mit links. Dies war DF und IE. Oder auch nicht. MB vielleicht. MB. Das kennt er. Irgendwo muss EE sein. Na, fantastisch. Macht überhaupt keinen Sinn.
Mag. Linken-Seite. Mit Foster. Mit Edwards. EF. DF müsste es sein. Bitte was? Hier war's. Schlüssel auf voll versteckt in Zeilen und so vorne. Geben Sie Buchstaben und Reihenfolge Schreibtisch ein. Es gibt zwei Schlösser, ein pro Schreibtischseite, diese beide. Unser Schreibtisch. Scheiße, hier ist noch ein Name. Neil Kraus NC EE DF. Von wo aus gehen die Reihenfolge? Wo ist der Anfang? Das war so klar. Leg dich wieder hin. Ich glaube, du musst hier viel verplempern. Steht bestimmt da wieder auf. NC haben wir hier noch. NC. Ich blick's einfach nicht. Das ist ein L. Würde das eine 1 darstellen. Die EDF könnten wir mal probieren, wenn es gehen würde. Geht nur in bestimmte Reihenfolge. Okay, hier haben wir ein N. Ich könnte mit NC anfangen. U haben wir überhaupt nicht. P haben wir auch nicht als erstes. Auch nicht. M haben wir auch. MB. NC oder MB muss anfangen.
Kann beides. B. Ach, vielleicht die Vornamen, die Nachnamen, oder? Hier auf der Seite dann Charleston, C, E, F. Macht auch absolut keinen Sinn. Mit N. N-E-D. Net. Let's op. Die Vornamen. Dann M, Marvin. M, R. Und kein Name. Also RM. RM ist der letzte. Der sehr günstig, wenn er wieder aufsteht, hat, hat er uns. RM. Haben wir hier ein M? Alter Schwede. Marvin. Peter. Wie geht's jetzt auf einmal um die Nachnamen? In B und P. Marvin haben wir hier, Rita haben wir hier. Hätte ich keinen Namen. Hätte man vielleicht lesen können auf seiner Brust. Branner, 15 Branner. Muss ich den mit Vornamen heißen? Und R haben wir hier. Und einen anderen. Ah ja. Ein weiteres Magazin. Fantastisch. Anpassung der Befehlszene in der Waffe über die Lebensgrundlagen konnten sie ja mit zwei Gegenständen miteinander. Aha. Lang genug gedauert. Na toll. Scheiße. Nun, jetzt haben wir lange verbracht. Was wollen wir eigentlich hier?
Den Tresor können wir noch öffnen, aber den haben wir, wie wir da rankommen. West Office. Sicherung haben wir ja auch noch nicht gefunden, oder? Rucksack, Munition. Wir müssen die Tasten finden. Sehr gut.